Da, guck mal! Nee, nee, ja. Ich den Kopf, ja, so geschwitzt so was. Was hab ich? Zum geschwitzt? Dann hoppala. Einmal. Nee, drei müssen rein. Schön festhalten, mein Freund. Ich meine, ich kann ja keine Hände hin, die macht nicht. Das war noch raus. Oh mein Gott, die hast du in dieser gar nicht. Ich würde sehen, weil der gar nicht am Futter geraten ist. Oh. Ja, ja.
Ich muss Schuhe pflücken. Ja, wo kommst du mit dem Fisch im Weißen rum? Du, wenn, und wenn wir, wenn du wieder unten den Parkplatz bebauen, was willst du unten noch machen? Was ist denn ein Knabe, dass der Größenordnung das Geld gibt? Das kann ich ja gar nicht annehmen. Wenn der Umzug zieht, die Leute ran. Dieser Abend ist jetzt ja noch keine mehr Viagra. Vor allem, wenn es aufgenommen wird, muss ich gleich zeigen, wie ich hier. Ja, du auch noch einen. Von mir, einen noch. Wo ist ein Riedner? Wo ist Kirmes? Nein, nein, nein. Deine Feine. Alter, kein Schnapp. Was ist denn los? Ich bin nicht mehr. Wollen heute beim Gepper? Jo. Also heute keine Eulen schießen, Mann. Da wird wohl Molten und Klöpfer werden wohl schon gucken. Oh, wo kommt denn das Geräusch her? Wenn du heute hier eine Party machst, in einem Garten... Musst du auch eine Genehmigung haben. Oder einen Nachbarn mit. Einmal vorne drei. Feierabend. Ja. Gedacht. Was? Beide nehmen. Aber verkommen. Auch verkommen. Ja. Durchkommen. Oh, halt, die Sau fest. Schwerer wird er nicht mehr, ne? Und immer noch mal mit Klappen drauf. Für Mittwoch in der Alpen. Na danke. Ich kann noch Marmelade, keine Butter drauf. Brötchen. Ich bin da.
Du siehst dich nicht. Was, was, wie, ja? Der sieht dich nicht aus dem Film, du musst die Mutter abnehmen. Aber hört einen. Das ist ein Tonfilm, der hört nicht an, das reicht. Das ist ein Raum, da kannst du nicht Bier trinken. Was? Ja, ich gucke mal hier unten. Steven! Das einnummeriert in der Sendung eine Nummer oder ist das wahrscheinlich immer so eine Videokassette abgehauen? Ja, wir müssen weiter auseinander. Mittage. Und Jürgen hat gefahren und ist die Schwester hier. Die hat ja, ja, das ist alles Kampf und Krampf auf heutzutage. Wir hatten das schöne Pferdchen hier. Seht ihr das auch bei euch? Das gehört nach Käferhausen. Wo ist sie hier? Das ist das oder so. Thank you.
Die Musik habe ich im Schirm gekauft. Stellen wir alle schon ein bisschen. Den Schirm, was reden Sie noch nicht? Bei Hugo, da ist jedes Mal die. Das ist auch beim Spatzenverein. Nee, die geht doch noch im Kindergarten. Vielleicht hat sie noch wen, der kommt auch nicht zu mir. Ja, und hat Carola ist zu. Das will ich jetzt bei Hessen sparen. Einfach so machen. Katze. Wenn ich dich nur sehe. Das ist einmal vertrieben hier. Oh, die Schuhe, die sind krass.
Ich muss für eine Dame, einen Herrn. Das sind noch verantwortungsvolle Aufgaben. Hier ein Stopp, wenn ihr da recht hier. Ja, wo ist der Vater? Wie machen wir es denn mit dem Hasen? Zählt auch was, oder? Meinst du? Karte sagt was. Bis er eben keine Rolle. Kies doch ein, was sein soll. Wo ist der Hasen? Nehmen wir Kohle. Also mach doch nichts. Nee. Ein Land. Ja, wo ist der Nico? Nur nicht, dass ich muss gehen. Das wird zu spät. Ja, wo ist denn Sponny? Ja, auf du die kannst da. Kannst da. Der fehlt dir nur noch. Ja, man fängt die Hälfte. Die Sperre. Hast du welche an? Ja, aber wir sind noch Unterrock, ja? Ich hab die allerbesten, die da gleich ja, 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 ja. Scharre. Ja, guck mal her, ich kann mir doch noch mal. Der Hühnerstrecker. Ja. Ja. Herr am Verklingeli! Wusstest du noch Punkt, ey? Ja, jetzt lebt aber nicht. Hat die Meinung. Ey, jetzt ist das so. Mich erkennt mich ja selber nicht mehr. Oh, Fingert, was ist noch ein bisschen dran, der weiß? Ich bin weg, der weg, ey. Was ist los? Helmut! Super, dein Äpfel! Stern da rieche ich! Der Äpfel geht gerade ganz stief! Der Kinder war so groß! Ich habe auch noch Häuschen drunter, ne? So ist der Hane! Ja, ist ja so klar. Ich glaube, die Leine melde. Und Kamm kriegt er da gar nicht. Verpflichtet sich mit Witz und guter Laune an der Erfüllung und Übererfüllung der Kirmes mitzuarbeiten. Wer mies macht, wird sofort durch die Gemeindewache abgeführt. Trommeln! Barkraft 2. An den Kirmestagen hat jeder zu lachen, auch wenn ihm die Hühneraugen abgetreten werden. Sag mal, träumst du? Barkraft 3. Abzulegen sind Stolz, Hass und Eifersucht. Barkraft 4. Giftige und eifersüchtige Schwiegermütter sind unverzüglich eingesperrt zu halten. Barkraft 5. Einsteiner Mädchen, die noch keinen Burschen haben, stehen am zweiten Kirmestag Spalier mit einem Schild um den Hals, bin noch zu haben. Kritisierer, Radaubrüder und Schlipsabschneider werden zur Rechenschaft gezogen. So, jetzt wird das mal wieder sauer. Wieso? Das Ochsenreiten und Hammelessen findet in diesem Jahr wegen der bestehenden Vollrundgefahr. Dem weiblichen Geschlecht wird empfohlen, in jeder Hinsicht gleichberechtigt zu sein und stärkste Aktivitäten zu zeigen. Wer nur eine Frau küsst, wird mit lebenslänglicher Ehe bestraft. Eheleute, die schon wollen eine Hochzeit hatten, beginnen zweckmäßig schon 3 Tage vorher mit einer Entwöhnungskur. Barkraft 9. Jede störende und der Kirmes zu wiederverrichtende Arbeit an den Kirmestag ist als Laster abzustrahlen. Nur nachweislich sagt blöde Personen können durch den Schulz persönlich gegen Entrichtung einer Dummheitsbuße von Kirmestag befreit werden.
der Befreite hat ein Abzeichen offen zu tragen mit der Hinschrift, bin ich nicht herrlich dämlich, zu Wiederhandlung oder Weigerung, wer mit Haftstrafe in der öffentlichen Bedürfnisanstalt in der Handelsgasse geahndet, im Höchstfall einen ganzen Tag. Alkohol kann jeder trinken, so viel er vertragen kann und sein Geld reicht. Paragraph 10a. Diese Gesetze und weitere Durchführungsbestimmungen können vom Justiz- und Polizeimeister erweitert und ergänzt werden. Hauptparagraph 11. Es wird weitergesoffen. Apfelsaft ist kein Getränk. Apfelsaft ist eine Zumutung. Nüchtern planen ist schon schwer, nüchtern wären noch viel mehr. Deshalb sollte man konsequent beides vermeiden. Paragraph 7. Das Ochsenreiten und Hammelessen findet in diesem Jahr wegen der bestehenden Tollwutgefahr nicht statt. Paragraph 8. Es herrscht ab dem 23. Mai uneingeschränkte Kussfreiheit. Alle kosmetischen Geschäfte des Heimsteins werden angewiesen mit einem... Jetzt weiß man, wo ich war. Mit einem enormen Vorrat an kussechten Lippenstift bereitzustehen. Dem weiblichen Geschlecht wird empfohlen, in jeder Hinsicht gleichberechtigt zu sein und stärkste Aktivität zu zeigen. Wer nur eine Frau küsst, wird mit lebenslänglicher Ehe bestraft. Zusatzparagraf. Der Knabe wird sofort verpflichtet, 8 Flaschen Bier für uns zu zapfen.